Gebrauchtwagentest der VW EOS. Gebaut von 2005 bis 2015 wurde dieses wunderschöne Cabrio von VW angeboten. Wir haben hier einen 2,0 TSI mit saftigen 211 PS für 7.400 Euro. Tolles Auto, es gab ihn als 1,4 Liter mit 125 PS. Dann gab es einen 1,8 Liter, es gab ihn als 2 Liter, es gab ihn als 2,0 TDI mit 140, sowohl 170 PS. Wir haben hier wie gesagt einen 2,0 FSI aus dem Jahr 2007 mit einer Laufleistung von knapp 100.000 Kilometer. Der hat 150 PS. Es gab noch eine Version mit 211 PS, das war der TFSI. Zu diesem Modell 2011 gab es dann die große Modellpflege, da gab es neue Front, die war dann schöner, hat mir dann noch besser gefallen, diese Front. Ja, dieses Modell hier, sehr schön schwarz mit einer wunderschönen hellen Lederausstattung überzeugt, mit guter Qualität. Ja, die größte Schwäche beim VW EOS ist natürlich das sogenannte Fallschiebedach, dieses Klappdach. Das ist das typische Problem bei diesen Klappdächern. Die Dichtungen gehen häufig kaputt. Dann läuft Wasser in den Kofferraum. Ein Riesenproblem. Über die Seitenscheiben und im Kofferraum sammelt sich dann das Wasser. Bei diesem Modell häufig, gerade vor dem Facelifting, zum Modelle ab 2011 sind eher empfehlenswert, weil die Fahrzeuge haben dann deutlich bessere Qualität ab 2011. Die mit dem neuen Frontgesicht ohne diesen Chromgrill sind meiner Meinung nach die besseren EOS-Modelle. Zudem gab es häufig Probleme, gerade mit den FSI-Motoren, 1,6 und 2,0 FSI-Motor. Bei den TSI war es wieder die Steuerkette, die dann gerissen ist. Zu den Stärken und Schwächen des VW EOS, gebaut von 2005 bis ins Jahr 2015. Stärken. Ganz klar, er bietet ein schönes Design, eine insgesamt ab 2011 wirklich tolle Qualität. Modelle ab 2011 sind auch zuverlässiger. Probleme gibt zu den Problemen, zu den Schwächen. Ja, gerissene Steuerketten sind keine Seltenheit. Dann gab es Probleme beim FSI-Motor, die häufig kaputt gingen. Dann undichte Dächer, es war ein Riesenproblem. Zu Gebrauchtwagen-Tipp, Fahrzeuge ab 2011 gelten als empfehlenswerter. Vor 2011 sollte man vorsichtig sein mit den Fahrzeugen. Da kann man dann auch nur 3 von 5 Sternen geben und ein eher bedingt empfehlenswert. Ab 2011 kann man dann 4 Sterne geben und ein sehr empfehlenswert.